herzlich willkommen beim Whisky-Wichser. Der Patient des heutigen Tages ist der Stonewood Smoky Monk, der rauchige Mönch. Ja, ich bekam die Flasche zugeschickt, der Absender möchte anonym bleiben und bis dato hatte ich nichts von dem Whisky gehört. Bisschen recherchiert habe ich. Es ist ein Single Malt Whisky aus Bayern, aus der Oberpfalz und stammt aus der Steinwälder Hausbrennerei Schrammel. Die sind normalerweise eher bekannt für Edelbrände und Liköre, sie haben aber auch ein paar Whiskys am Start. Smoky Monk, wie der Name schon verrät, ein rauchiger Mönch. Mönch in Bezug darauf, dass die Brennerei sich in einem ehemaligen Kloster befindet. Und ja, rauchig ist er auf jeden Fall. Allerdings nicht wie seine schottischen Kollegen, die ja über Torfrauch gedarrt werden. Nee, der hier wird über Buchenrauch gedarrt und so fällt der Rauch dann auf jeden Fall ein Stück weit anders aus. Er ist 3 Jahre alt, so alt muss er sein, sonst dürfte er sich gar nicht Whisky nennen, ist mit 40 Volumenprozenten abgefüllt. Ich habe leider keine Informationen, ob der gefärbt oder kühl gefiltert ist. Der ist leicht trüb. Ja, deswegen gehe ich mal davon aus, dass er nicht kühl gefiltert ist. Und da wir ja hier in Deutschland immer so genau sind mit den Angaben auf dem Etikett und hier nichts von Farbstoff Zuckercouleur steht, gehe ich davon aus, dass er auch ungefärbt ist. Ja, normalerweise hier oben auf dieser Halsbanderole steht der Jahrgang drauf und die Flaschennummer. In dem Fall hier hat diese Banderole massivst gelitten. Da kann man nichts lesen, ne? Ich habe angefangen, wurde dieser Whisky, also man hat mit dem Brennen dieses Whiskys 2012 angefangen, wenn er 3 Jahre alt ist, 2015, also gehe ich davon aus, dass, ich habe die Flasche letztes Jahr gekriegt, 2015, ich gehe davon aus, dass der hier dann 2012 gebrannt ist. Flaschennummer, keine Ahnung, wäre mal interessant gewesen, was die hier mit diesem Smoky Monk für ein Output haben. Ja. Ist ja ein riesen Brocken rausgebrochen. Seht ihr das hier? Das Loch drin ist ja ein Riesenteil. Im Whisky schwimmt es aber nicht. Ja, ich habe extra die Kapuze aufgelassen, wegen erstens, weil es draußen regnet. Und zweitens, die Mönche haben da auch immer Kapuzen auf. Die haben zwar keine Orange County Choppers oben auf der Mütze drauf und kein Jackass auf dem Hoodie, aber Kapuze tragen sie auch. So, ich gehe mal davon aus, jetzt, dass er ungefärbt ist, deswegen schauen wir mal nach der Farbe. Und es ist ein, ja, ein ganz normaler Goldton. Ja. Der riecht nach ACE-Saft. Ohne Scheiß. ACE-Saft, der im Holzfass lag. Ja, wie krass. Ja, diese Buche. Wenn man weiß, wie Buche riecht, wenn so ein Stamm frisch geschnitten ist, dieser frische Holzgeruch, danach riecht es. Weniger nach Rauch, schon gar nicht phenolisch-medizinisch, wie man es von zum Beispiel Islay-Whiskys gewohnt ist. Nee, dieser Rauch fällt, wie gesagt, eher wie so ein frisch geschlagener Stamm aus. Aber insgesamt riecht er wie ein ACE-Saft. So eine zarte Vanillenote kommt, aber die eher so eine Tendenz zum Puderzucker hat. Ein bisschen so eine Gumminote, so eine Fahrradreifen-Gumminote ist da hinten dran. Also ganz was anderes, ganz merkwürdig irgendwie. Mysteriös, wie die Mönche so sind, was die in dunklen Räumen treiben. Nee, der riecht sich ganz anders. Ja, das ist so eine Mischung aus Puderzucker, Buchenholz und dieser ACE-Saftnote. Und da hinten war ein bisschen Fahrradreifen, ja. Also schnell mal durch den Buchenwald geheizt, unterwegs ein bisschen Puderzucker verloren, zum Supermarkt ACE-Saft geholt und den auf dem Fahrradreifen verschüttet. Jo. Gott, was erwartet mich da jetzt geschmacklich? Mmh.
ist das? Was ist das? Boah, wie wenn man in eine Schrankwand reinbeißt. Boah. Und so ein metallischer, unreifer Beigeschmack. Boah, und diese künstliche Puderzuckernote. Boah, das ist ja echt... Oh, jetzt riecht er ja ganz strange. Jo, offizielle Geschmacksbeschreibung ist geräuchertes Fleisch. Ja, das trifft's ganz gut, aber ein Fleisch, das eher schon am Verwesen war, bevor man es zum Räuchern aufgehängt hat. Boah. Es riecht ein bisschen nach Chili con Carne. So extrem verwürzt. Boah. Also, kein Wunder, dass der Absender nicht erwähnt werden möchte. Ja? Ich habe mir dabei nichts gedacht. Er so, ja, guck mal, ich habe was für dich, probier mal. Ich so, ja gut. Boah. Nee. Jo. Also, Bayerns Antwort auf die Frage, wir brauchen mehr rauchigen Whisky, ob man den braucht, bezweifle ich. Wenn es den regelmäßig im Kloster gibt, frage ich mich, ob es da überhaupt noch Mönche gibt, weil damit vergraut man sämtliche Insassen. Ja, also, ich habe mir definitiv mehr erhofft, aber... Ich habe gesehen, auf der Homepage, da gibt es sogar einen 10-Jährigen. Wäre mal interessant, wie der schmeckt, riecht, sich anfühlt, keine Ahnung. Der war auf jeden Fall interessant. Ja. Belassen wir es dabei. Das soll es gewesen sein. Wer sich ja genötigt fühlt, sich jetzt so eine Flasche zuzulegen, guckt mal im Internet. Ich glaube, 40 € kostet die Flasche. Ist er meiner Meinung nach nicht wert. Wer dennoch möchte, der kann. Und ich würde mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert, auch beim nächsten Video wieder einschaltet. Und das soll es gewesen sein. Haut rein!